Hallo, mein Name ist Richard Heinen vom Learning Lab hier in Köln und rechts oder links neben mir sitzt Lena Kesting von der Helios-Schule in Köln und gemeinsam erzählen wir euch in den nächsten Minuten etwas darüber, wie wir an der Helios-Schule versuchen, inklusive Bildung digital und offen zu gestalten. Die Helios-Schule heißt offiziell Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln, wurde im Schuljahr 2018-2019 gegründet. Somit sind wir mittlerweile im zweiten Jahr und wir unterrichten jahrgangsübergreifend. Jedes Kind hat Zugang zu einem Tablet, was von der Schule zur Verfügung gestellt wird. Und ab dem nächsten Jahr werden wir mit einer Elternfinanzierung arbeiten, die dann im Jahrgang 7 beginnt. Individuell bedeutet, dass jedes Kind anders ist und anders lernt, andere Interessen und Neigungen hat. Dadurch findet man bei uns im Stundenplan keine klassischen Fächerzuweisungen, sondern sogenannte Formate. Kooperativ bedeutet, dass wir uns die Schule eigentlich von einer ganz anderen Seite angucken. Das zeigt sich zum Beispiel im Format der Projektzeit. Dort entwickeln die Schülerinnen und Schüler zu Themen aus der Natur-, Gesellschafts-, Arbeits- und Religionswissenschaften Forscherfragen, denen sie in kleinen Gruppen nachgehen. Jedes Kind hat einen individuellen Stundenplan, der sich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche ändert. Das macht Beratung elementar. Wenn wir individuell und kooperativ arbeiten möchten, dann brauchen wir eine enge Beratung. Bei der Entwicklung der Schule war uns relativ schnell klar, dass wir mit standardisierten Lernmaterialien, wie sie von Verlagen angeboten werden, relativ schnell an Grenzen kommen. Wir brauchen Materialien, die so sind, dass Kinder damit eigenständig, selbstständig, auch in Gruppen arbeiten können. Und wir brauchen Materialien, die auf verschiedenen Niveaus unterwegs sind. Und deshalb hat die Schule sehr, sehr früh angefangen, für die Lernzeiten, für die Werkstätten und Projekte Material selber zu erstellen, digital zu erstellen und auch Wege zu suchen, wie dieses Material digital verteilt werden kann. Die Kinder an der Helios-Schule planen ihre Lernwege selber, planen eigentlich ihre Stundenpläne selber. Und damit sie dabei gut beraten werden können, ist eine gute Dokumentation dessen, was sie machen wollen, was sie erreichen wollen, was sie gemacht haben, sehr, sehr wichtig. Und deshalb hat die Schule sehr früh auch angefangen, ein digitales Lerntagebuch, ein digitales Logbuch mitzuentwickeln, damit für alle, für Eltern, für Kinder und für die Lehrkräfte transparent ist, woran die Kinder arbeiten und wie alle Beteiligten den Lernerfolg einschätzen und wie das weitere Lernen gestaltet werden kann. Wir entwickeln fast das ganze Arbeitsmaterial für die Schülerinnen und Schüler selbst. Das geht natürlich nicht alleine, sondern nur im Team. Dafür braucht es die Unterstützung von digitalen Plattformen, denn nur so können wir jedes einzelne Kind gut im Blick behalten. Partizipation ist uns an der Helios-Schule sehr wichtig. Die Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel im vergangenen Schuljahr die iPad-Regeln sehr basisdemokratisch erarbeitet. Zuerst haben sie in einem Padlet die Themen mit den Ideen in der Stammgruppe gesammelt. Dann haben sie sich in der Lernlandschaft darüber ausgetauscht und letztendlich in der ganzen Schule. Das ging so weit, dass es sogar in der Schulkonferenz von allen Mitgliedern abgestimmt wurde, sodass die vereinbarten Regeln jetzt von allen mitgetragen werden können. Ja, bis hierhin ist eigentlich deutlich geworden, dass wir an der Schule anders arbeiten als andere Schulen, dass wir sehr digital arbeiten und darum ist es sehr, sehr wichtig zu überlegen, wie wir das Kollegium immer wieder neu mitnehmen, auch Lehrer, die Jahr für Jahr in einer Schule im Aufbau neu dazukommen. Und wir haben da so ein System der drei Geschwindigkeiten entwickelt. Wir haben die sehr digital Affinen, die ganz viel vorneweg ausprobieren. Wir haben die Mittelschnellen, die ganz viel ausprobieren wollen, dabei aber Hilfe brauchen und dann eben auch bekommen. Und wir haben diejenigen, die noch skeptisch sind und sagen, wir sind bereit, mit den Materialien, und das passiert ja eben in dieser Schule, die andere entwickelt haben, auch digital zu arbeiten, sodass letztendlich durch die gemeinsame Materialentwicklung auch peu à peu eine Qualifizierung im Gesamtteam stattfinden kann. Nur wenn wir jedes Kind im Blick haben, können wir Schule konsequent vom Kind aus denken. Das funktioniert nur digital. Inklusive Didaktik braucht Teams mit guter Kommunikation. Und das geht nur digital.